Schönen Nachmittag von meiner Seite. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich hoffe, es wird für alle spannend. Ich finde die Themen auf jeden Fall spannend, also auch in dem Fall meine Arbeit, die ich da bei Evolaris machen kann. Vielleicht ganz kurz, Evolaris sitzt da ums Eck in der Hugo-Wolf-Gasse, ist ein Komet-Forschungs- und Kompetenzzentrum mit rund 35 Leuten. Und wir beraten Unternehmen, worauf sie sich in Zukunft einstellen müssen, auf Basis der vernetzten Welt. Connected Life, das ist de facto der gemeinsame Nenner. Da gibt es zwei Bereiche, Smart Production, werde ich ein bisschen näher darauf eingehen. Und der zweite Bereich ist Smart Commerce, das heißt, wie schließt man den klassischen stationären Handel mit dem Online-Handel über Technologien, die wir mittlerweile an unseren Körpern tragen, Smartphones und darauf basierend iBeacon-Sender, QR-Codes, NFC-Tags, Variables in unterschiedlichster Ausprägung. Und mein Bereich deckt das Ganze ab für Unternehmen, vorwiegend in der Produktion, in der Industrie. Da kommt einiges auf die Unternehmen zu. Und darauf stellen sie sich gemeinsam mit uns ein. Wie Sie sehen können, wir haben entsprechende Fördergelder zur Verfügung von zwei Ministerien, von der SFG bzw. von der ZIT, der Wiener Förderagentur. Dieses gesamte Komet-Programm wird von der FFG abgewickelt, nur damit Sie mich grob zuordnen können, bzw. die Evolaris, was wir machen. Ich werde in meinem Vortrag ein bisschen über das Internet der Dinge allgemein reden, aber Beispiele zeigen. Gewisse Dinge sind uns allen klar. Ist logisch, dass das kommt, und ich werde dann ein bisschen auch theoretisch ausholen, wohin geht die Reise in Zukunft, was hat das für Auswirkungen, wie schaut das übertragen für einen Produktionsbetrieb oder für einen Industriebetrieb aus, wo ja wir in Europa sehr, sehr stark sind im Vergleich zu den USA oder zu den asiatischen Märkten. Deswegen ist das Ganze auch entsprechend losgetreten worden, schlussendlich aus Deutschland von der Frau Merkel. Wenn alles im Internet hängt, werden entsprechende Daten generiert werden. Hier dann kurz ein Gedanke dazu, was passiert, wenn man so viele Daten zur Verfügung hat, beziehungsweise was kann man mit diesen Daten aus Sicht eines Unternehmens sinnvollerweise machen, beziehungsweise dann, wo bleibt der Mensch dabei in dieser Datenwolke, wie kann der Mensch mit diesen explodierenden Datenmengen umgehen. Da entwickeln wir entsprechende Assistenzsysteme in unseren Forschungsprojekten. Da das Fragezeichen etwas provokant ist, es dann auch wirklich eine Unterstützung, wenn man de facto Technik nochmal mit Technik abfedert, oder gibt es eine andere Möglichkeit, hier die Menschen zu unterstützen in Produktionsumfeldern. Und dann werde ich auf ein konkretes Forschungsprojekt eingehen und hier Beispiele zeigen, die wir gemeinsam mit Unternehmen entwickeln, wie solche Assistenzsysteme ausschauen könnten, beziehungsweise was entsprechende Anwendungsbeispiele und Felder sind. Ich werde dann konkrete Anwendungen auf der Google Glass herzeigen, das dann per Screencast einmal zeigen, damit Sie sich vorstellen können, was ich sehe in der jeweiligen Situation als Service-Mitarbeiter. Und im Anschluss lade ich Sie alle sehr herzlich ein, das Ganze auch selber auszuprobieren, ein Gefühl zu bekommen, wow, so schaut die Arbeitswelt in der Produktion in Zukunft aus, oder vielleicht können wir dann im Anschluss auch in eine Diskussion gehen. Das Internet der Dinge ist für uns als Evolaris bereits Realität in unterschiedlichsten Ausprägungen, sei es im Smart Home, in der Smart City, alles wird smart. Warum? Weil alles vernetzt ist. Zukünftig werden alle Dinge im Netz hängen, der Container wird getrackt, wo ist der gerade, die Baumaschine wird getrackt, wo ist die, wie sind die Motordaten. Überall sind Sensoren drinnen und entsprechende Prozessoren, die das gleich vorab aufbereiten, diese Informationen filtern und dann an den Unternehmensserver weiterleiten. Hier kommt natürlich ein Aspekt der Security dazu, den ich aber heute komplett ausklammern werde. Das wäre ein eigener Vortrag, wie man mit solchen Security-Aspekten zum einen technisch umgeht,
aber technisch kann man das Ganze lösen, beziehungsweise ist es gelöst, aber da kommen ja meistens andere Faktoren dazu, die viel relevanter sind, wie die Mitarbeiter und entsprechende Lücken, die da nicht geschlossen wurden. Als ein Beispiel, was Evolaris ja auch macht, ist ein Forschungsprojekt, ein Trial, den wir gerade für die Firma Sigfox in Graz durchführen. Hier geht es um ein Ultra-Narrow-Netzwerk. Es ist optimiert für kleinste Datenmengen und das Ganze batteriebetrieben. Das heißt, ich kann zum Beispiel den Brandmelder oder den Rauchmelder batteriebetrieben ins Netz hängen und der schickt nur ein Bit pro Tag. Und dieses Bit bedeutet, ich lebe. Meine Batterie ist noch da, ich funktioniere, weil 30% der Rauchmelder funktionieren im Ernstfall nicht, was entsprechende Kosten für die Versicherungen nach sich zieht. Das heißt, hier hat die Versicherung zum Beispiel ein entsprechendes Interesse, diese Dinge, ich nenne es mal smart zu nennen, aber auf jeden Fall ins Netz zu stellen und Informationen darüber jederzeit abgreifen zu können. Das ist ein Beispiel, wo auch alternative Netzwerke jetzt zu WLAN, zu SIM-Kartenanbindung, zu NFC-Tags entstehen und getestet werden, weil zukünftig so viele Dinge im Netz hängen werden, sollen und das eigentlich auch entsprechende Kosten verursacht. Bei einer SIM-Kartenlösung entweder wirklich die Konnektivität, die der Netzwerkbetreiber weitergibt, aber auch entsprechende Servicekosten, weil batteriebetrieben ist es nicht möglich, beziehungsweise unser Handy müssen wir im besten Fall jeden Tag aufladen, bei mir oft häufiger, je nach Nutzungsintensität und wie viel ich telefoniere, geht es ja ganzer Tag gar nicht mehr aus. Und dann stehen eben für entsprechende Szenarien passende Netzwerke, um alles ins Netz hängen zu können. Ein Beispiel, das sehr nahe ist, das man ganz normal kaufen kann, ist Philips Hue oder entsprechende Derivate, das heißt eine Glühbirne, die man ins WLAN-Netzwerk zu Hause hängt und über die Handy-App steuern kann. Von überall aus oder wenn ich im gleichen WLAN bin. Und ich habe natürlich ein Monitoring, wie oft ist die eingeschalten und so weiter und so fort. Und diese Daten werden natürlich auch vom Unternehmen, das dieses System zur Verfügung stellt, abgegriffen. Und auf Basis dieser Daten können Sie vorausschauend entsprechende Leistungen und Services anbieten. Der Anbieter weiß auf Basis aller aggregierten Daten, aller User sehr genau, wann diese Glühbirne kaputt werden wird. Das heißt, eine Woche davor oder zwei Wochen davor könnte dieses Unternehmen ganz gezielt sagen, deine Glühbirne wird in zwei Wochen kaputt, möchtest du gleich eine neue haben? Und je mehr Daten zur Verfügung stehen, umso genauer werden diese Informationen und Services werden. Und das ist ja im Prinzip Convenience für den User, der fühlt sich gut aufgehoben. Ein anderes Beispiel ist die Firma Nest oder dieser Nest-Thermostat, gekauft von der Firma Google. Für mich sehr spannend, weil dadurch die Firma Google in unsere Wohnräume kommt. Da gibt es ja auch die nächste Version dann mit dem Rauchmelder, der dann an der Decke hängt im Schlafzimmer. Das heißt, eigentlich weiß Google in Zukunft ganz genau, wann wir im Schlafzimmer sind, wann wir nach Hause kommen. Die Temperatur, welche Präferenzen wir hinsichtlich der Temperatur oder wie unsere Tagesabläufe sind, darauf basierend kriegen wir wiederum maßgeschneidert entsprechende Services. Und also Nest ist, glaube ich, um 4 Milliarden Dollar gekauft worden von Google. Da geht es nicht um die Hardware, im Endeffekt geht es hier um Daten. Das ist eigentlich das, womit Geld gemacht wird. Ein anderes schönes Beispiel, jetzt gestern released worden von Amazon, Internet der Dinge, quasi ich verwende ein zusätzliches Device, um eigentlich komplett dumme Dinge ins Internet zu hängen, um wieder die Convenience zu steigern. Mein Waschmittel geht aus und ich drücke einfach diesen Button und automatisch wird bei Amazon eine Bestellung ausgelöst und ich bekomme schon Nachschub.
die haben ein bisschen älteres System von Amazon, quasi einen Stick, wo ich den Barcode lese und ich brauche gar nicht mehr einen Checkout durchführen, sondern ich bin schon registriert, scanne den Barcode, automatisch ist es in meinem Warenkorb und die Lieferung wird im Logistikcenter schon ausgelöst. Oder ein anderes Beispiel, wir machen unsere Pflanzen smart. Wir stecken einen Sensor rein in die Blumenerde, der genau mittrackt, hier oben mit dem Lichtsensor, wie viel Licht kriegt meine Pflanze, wann habe ich sie gegossen. Und dahinter liegt natürlich wieder eine Datenbank, die genau weiß, diese Pflanze braucht genau diese Verhältnisse. Und die App gibt mir dann Hinweise, du hast ja diese und jene Pflanze, du solltest heute so viel gießen. Wieder Convenience, ein Service für den User, basierend auf Daten und entsprechend aggregierten Informationen. Noch ein Beispiel, die smarte Zahnbürste, verbunden mit dem Smartphone dann natürlich, damit ich mittracken kann, mich selber oder meine Kinder, habe die wohl geputzt, wie lang putze ich durchschnittlich und, und. Hier gibt es eine schöne Studie von Gartner, die sagt, in 3 Jahren wird jedes Produkt, das man kauft und teurer als $100 in der Anschaffung ist, automatisch im Netz hängen. Das heißt, die Produkthersteller und Vermarkter schließen im Hintergrund schon entsprechende Verträge mit den Netzwerkbetreibern ab, auf die Lebenszeitdauer des Produkts, damit die sicher im Netz hängen. Ne? Das heißt, der Kunde muss sich nicht mehr darum kümmern. Wenn ich die Waschmaschine in Zukunft daheim hinstelle, hängt die im Netz. Ob ich will oder nicht, meiner Meinung nach wird es in Zukunft so sein, dass ein Teil der Bezahlung des Kunden das Hergeben der Daten sein wird. Das heißt, wenn ich möchte, dass meine Daten nicht übertragen werden, muss ich halt mehr zahlen. Die smarte Mülltonne, die automatisch erkennt, wenn sie 80% Füllstand hat, meldet sich automatisch beim Entsorger und der Entsorger kann darauf basierend seine Fahrtrouten der Müllfahrzeuge möglichst optimal planen, beziehungsweise natürlich das IT-System stellt die Route eigentlich schon automatisch zusammen. Das ist auch ein Trial, der hier auf Basis dieses Sigfox-Netzwerkes gerade losgetreten wird in Graz, wo man eben prototypisch einmal erste Mülltonnen ins Netz hängt und ein großer Entsorger hier in Graz hat Interesse, so einen Service in Zukunft aufzubauen. Oder ein smartes Parkservice, wiederum basierend auf Sigfox, batteriebetrieben. Ich muss das Ganze nicht aufgraben und Leitungen legen, sondern ich bohre eigentlich nur diese Sensoren ein, batteriebetrieben, das Ganze hält 5 Jahre und darauf basierend weiß ich ganz genau, welcher Parkplatz ist besetzt, welcher nicht. Ich als User kann frühzeitig schon reservieren, obwohl ich erst in 2 Minuten dort bin. Ab diesem Zeitpunkt läuft die Bezahlung. Wiederum Datenvernetzung ist immer die Basis davon. Die Apple Watch ist aus meiner Sicht auch sehr interessant, weil die Wearable-Wolke immer näher an uns heranrückt. In dem Fall, also bis jetzt haben wir das Smartphone in unserer Außentasche gehabt. Das hatte noch keinen direkten Kontakt zu unserer Haut. Jetzt gewähren wir Apple Zugang zu unserer Haut, damit die Sensordaten wiederum abgreifen können. Puls, schwitzig, Temperatur und so weiter. In Zukunft wird Apple darauf basierend natürlich auch Gesundheitsservices anbieten und du solltest dich mal durchchecken lassen und so weiter. Ich meine, Google weiß ja aufgrund unseres Bewegungsprofils, also der Gyroskope und in den Smartphones ohnehin, was wir gerade machen. Ob wir sitzen, gehen, stehen, Radfahren, im Auto sitzen, im Zug oder im Bett schlafen oder was anderes im Bett machen. Wenn wir das Handy eingesteckt hätten, dann so. Aber wenn wir die Apple Watch drauf haben, dann wüsste das oder weiß das Apple in Zukunft ganz sicher auf Basis aller aggregierten Daten. Die Uhrzeit, 10 Uhr am Abend, Uhr ist noch drauf. Und das ist der Beginn, ja, und das ist der Beginn des Ganzen. Ne? Also diese Sensorwolke
rückt immer näher an uns ran. Das sieht man hier auch, so eine Prognose, wie sich die Wearables entwickeln. Die Sport- und Activity-Tracker, die sind eh schon weit verbreitet und auch gern genutzt. Schlagwort Quantified Self, man trackt sich selber, um sich zu matchen oder einen Vergleich mit anderen Personen zu haben. Für uns hier besonders spannend der Bereich Smart Glasses, Interfaces direkt vom Auge, aber dazu komme ich noch. Wir waren jetzt am Körper und in Zukunft geht es auch in den Körper. Es gibt ja diesen bekannten Fall, wo der Herzschrittmacher gehackt wurde. Vor 10 Jahren war das kein Thema, den irgendwie security-seitig abzusichern. Mittlerweile weiß man, dass das notwendig sein wird, weil alles hängt im Netz. Damit ist es potenziell angreifbar. Beim Herzschrittmacher ist es ein bisschen kritischer. Hier ein paar Beispiele. Das ist ein Projekt von Google X gemeinsam mit Novartis zum kontinuierlichen Messen des Blutzuckerspiegels. Das heißt, Diabetiker müssen in Zukunft nicht mehr stechen und haben dann punktuell einen Blutzuckerwert, sondern der wird kontinuierlich ans Smartphone geschickt und ich brauche nicht mehr stechen, auf Basis der Tränenflüssigkeit. Also da kann man das gut abgreifen. Und das ist kein Zukunfts- oder Spaßprojekt, sondern der CEO von Novartis sagt ganz klar, wenn das in 2 Jahren nicht am Markt ist, ist es ein Flop für ihn. Also diese Unternehmen gehen ganz klar in diese Richtung. Oder ein anderes Beispiel, wo ein Sensor auf einer Tablette drauf ist und dieser Sensor erkennt, wenn er mit Magenflüssigkeit in Kontakt kommt, ist relevant, wenn man die Großmutter zu Hause hat und die weiß nicht mehr, welches Pulver sie jetzt nehmen soll. Das heißt, ich kann eigentlich am Smartphone mitschauen, ob die Oma mal die Tablette geschluckt hat und wenn nicht, dann rufe ich heute zufällig einmal wieder an. Ja? Wir sind jetzt so, also das sind alles greifbare Beispiele aus Endkonsumentensicht. Was sich daraus ableitet, sind natürlich Dinge, die im Netz hängen. Eine Studie von Cisco, hier sieht man schön die 3 Wellen, stationäres Internet am Desktop, mobiles Internet am Smartphone und jetzt kommt die nächste Welle mit dem Internet der Dinge, wo wir physische Objekte, also da geht es um 50 Milliarden, manche, also es variiert so zwischen 40 und 70 Milliarden Dinge, die 2020, und das ist in 5 Jahren, im Netz hängen werden. Derzeit in Österreich hat jeder ein Monat durchschnittlich 1,5 SIM-Karten und in Zukunft wird da halt die Waschmaschine dabei sein und so weiter und so fort. Und das produziert entsprechend Daten, Daten, Daten. Und jetzt mache ich den Schwenk und hieve das Ganze so in die Produktionswelt. Ich weiß nicht, ob der Begriff Industrie 4.0 schon bekannt ist. Eine große Förderinitiative aus Deutschland. Mit dem Hintergrund, den Wettbewerbsstandort Mitteleuropa im Wettbewerb zu Asien und den USA abzusichern. Wir sind gute Anlagen, Maschinen und Autobauer in Europa. Das ist die klare Stärke. Aber da holen die anderen Regionen sehr stark auf. Und mit dieser Industrie 4.0-Initiative stellt sich Europa eigentlich für die Zukunft ein und sagt, wie geht es denn weiter? Das hat unterschiedlichste Namen, Ausprägungen. Es ist, ich sag mal, ein Begriff, woran man sich reiben kann, denn es wird auch 4. industrielle Revolution genannt. Aus meiner Sicht wird es keine Revolution, sondern eine Evolution, aber dennoch eben ein Reibpunkt für die Unternehmen. Internet of Things, Smart Production, Digital Factory, Industrial Internet, all diese Begriffe schwirren in diesem Zusammenhang durch die Gegend. Die 4. industrielle Revolution deshalb, weil die 1. industrielle Revolution bezeichnet wird als die Mechanisierung. Die Dampfmaschinen wurden hier eingeführt, dann die Elektrifizierung. Erstes elektrisch betriebenes Fließband in Cincinnati, die 3. Revolution mit der SPS, der speicherprogrammierbaren Steuerung, und jetzt sind wir quasi in der Vernetzung von Automatisierung, der klassischen strikten Automatisierung, Massenfertigung mit IKT.
Das sind die zwei Bereiche, die bei Industrie 4.0 zusammenkommen. Das heißt, diese Flexibilisierung, die man über IKT-Technologien reinbringt, soll das vorantreiben. Durch die Miniaturisierung werden in Zukunft überall kleine Prozessoren, Sensoren, Aktoren drinnen sein. Die Vision geht so weit, dass sich das Werkstück innerhalb der Produktionsanlage selber den Weg sucht, quasi zur Maschine kommt, die Historie gespeichert hat und bei der Maschine den nächsten Produktionsschritt anfordert. Das heißt, diese Flexibilisierung hin quasi Einzelstückproduktion zu Kosten einer Massenfertigung. Das ist ein Aspekt in die Richtung. In der Produktion wird sukzessive alles angebunden werden. Viele Anlagenbauer betreiben sogenanntes Condition Monitoring oder Fernwartungssysteme, das heißt, deren Anlagen hängen sowieso schon im Internet. Und wenn die Anlage in China, die Logistikanlage zum Beispiel in China, ein Problem hat, dann greift natürlich der Wartungstechniker hier von Graz aus zu und schaut, was los ist. Aber das ist eine relativ grobe Ebene und die wird immer weiter verfeinert werden. Es werden immer mehr Sensoren reinkommen, immer feinere Teilaspekte der ganzen Anlage werden vernetzt werden. Von jedem Motor unterschiedlichste Daten und Werte werden abgegriffen, in die Datenbank des Unternehmens eingespielt und darauf basierend entsprechende Services angeboten. Also man hat Maschinen, die unter Anführungszeichen sozial werden. Da geht es eigentlich darum, dass es eine Kollaboration zwischen Arbeit und Maschine gibt. Dann die smarten Produkte an sich, die das Unternehmen herstellt, die Waschmaschine, die im Netz hängt. Der augmentierte oder vernetzte Operator, da gehe ich näher in weiterer Folge noch näher ein. Man muss eigentlich das ganze Produkt, diesen ganzen Zyklus, alle Prozesse virtuell abbilden und immer einen Gegencheck machen. Ich setze ein virtuelles Modell auf, CAD-Modell mit allen Prozessen und so weiter und spiegle quasi meine reale Welt in einem virtuellen Modell und kann darauf basierend eben entsprechend effizient arbeiten. Und derzeit sind zum Beispiel unterschiedliche Produktionsstandorte nicht vernetzt von gleichen Unternehmen. Führt natürlich dazu, dass wenn die Losgrößen immer kleiner werden, man nicht flexibel arbeiten kann. Also das ist auch ein Teilaspekt, beziehungsweise ist da die Automobilindustrie schon sehr weit in der sogenannten vertikalen Integration. Das heißt, der Automobilbauer kriegt schon die Daten für jedes Einzelstück vom Lieferanten mit und gibt sie wieder weiter an den nächsten Weiterverarbeiter, sage ich mal. Ja. Da mehrere Zyklen dahinter stehen. Daten, Daten, Daten. Man spricht zum einen von der Transformation zum digitalen Unternehmen. Jedes Unternehmen wird digital. Unternehmen, die sich dieser Digitalisierung verwehren, werden nicht konkurrenzfähig sein, beziehungsweise eben dieses digitale Gold, diese Daten, wo man eigentlich relativ am Anfang ist, diese Daten zu nutzen und auszuwerten. Da geht es dann natürlich ums Schlagwort Big Data. Man hat irrsinnige Datenmengen und man muss entsprechende Korrelationen herstellen in diesen Daten, sonst sind sie eigentlich wertlos. Und nur auf Basis dieser Korrelationen kann man sinnvolle Informationen ableiten. Was hat das für Auswirkungen? Der Triebwerksbauer Rolls-Royce macht Flugzeugturbinen oder Flugzeugtriebwerke. Und diese Triebwerke werden aber nicht mehr verkauft, sondern vermietet. Die Sicherheit der Airline ist, wir haben Fixkosten. Rolls-Royce stellt uns dieses Triebwerk in diesem Flugzeug zu diesen Kosten zur Verfügung. Da ist alles inkludiert. Wartung, Service, Reparaturen und. Ja. Das heißt, wenn Rolls-Royce die Wartungskosten, die Servicekosten, Teiletausch und so weiter entsprechend effizienter gestalten kann, dann bleibt denen mehr Marge. Und gelöst wird das Ganze über Vernetzung. Diese Triebwerke hängen permanent im Netz, funken alle Zustände, alle Sensordaten laufend in die Datenbank. Das heißt, Rolls-Royce weiß
eigentlich schon bei dieser Charge tritt nach so und so vielen Betriebsstunden bei diesem Bauteil immer Problem auf. Das heißt, bei allen Triebwerken aus dieser Charge wird entsprechend davor ein Servicezyklus ausgelöst, damit es eben nicht bricht, es zu keinen Problemfällen kommt und dergleichen. Und das ist ein typisches Beispiel hin von der Produktwelt, hin zur Servicewelt und wie hier die Daten genutzt werden, um die Prozesse entsprechend effizienter gestalten zu können. Liebherr Bagger, wenn der in der Wüste fort und stehen bleibt, ruft der Kunde bei Liebherr an und sagt, mein Bagger geht nicht. Früher hat man das, also bevor die Bagger im Internet hingen, ja, hat man versucht, das irgendwie telefonisch zu lösen. Jetzt gibt es natürlich eine Remote-Verbindung, das heißt, der Helpdesk-Mitarbeiter lockt sich in den Bagger ein und schaut einmal, was los ist. Kommt vielleicht drauf, der hat das falsche Software-Update oder falsche Software drauf, macht ein Update und der Bagger fährt wieder. Früher hätte im Extremfall der Servicetechniker sich ins Flugzeug setzen müssen, war zwei Tage unterwegs, eigentlich wollte er mit der Familie das Wochenende verbringen, ist nicht gegangen, um dort dann vor Ort drauf zu kommen, falsches Software-Update. Ja. Jetzt hängt der im Netz und schickt wiederum alle Sensordaten in das LITAT-Portal bzw. in die Datenbank von Liebherr. Die Kunden von Liebherr haben dann gemerkt, dass das eigentlich sehr interessante Daten sind, die Liebherr da sammelt, weil jetzt kann der Kunde von Liebherr, der Baggerbetreiber, seinem Kunden, für den er das Loch ausgräbt, genau sagen, ich bin an dieser Stelle mit diesem Bagger so und so viele Minuten gefahren. Und genau so werde ich das abrechnen. Das heißt, jetzt läuft die ganze Abrechnung über den Liebherr-Server, weil die alle Daten zur Verfügung haben. Das ist ein Rechenservice, ein Rechenerstellungsservice von Liebherr an die Liebherr-Kunden. Die brauchen keine Rechnung mehr schreiben, mitschreiben, wie viele Stunden bei dem und so weiter. Es ist alles da. Als nächstes ist der Vertrieb von Liebherr gekommen und hat gesagt, wow, was ihr wisst genau, bei welchen Kunden der Bagger 95% ausgelastet ist. Ich weiß genau, wen ich morgen anrufe und frage, ob er einen größeren Bagger oder einen zweiten Bagger braucht. Die Grundlage sind die Daten. Bei all diesen Datenmengen, wir sind vor allem in der Produktion dann, wenn man sich vorstellt, die Losgrößen werden immer kleiner, es wird de facto kein Auto zweimal gebaut in Europa. Andere Vorab, Ausstattung, Sitz, Klima, ja, na und so weiter und so fort. Das heißt, für die Produktionsmitarbeiter ist es entsprechende Komplexität. Sie müssen jedes Mal nachschauen, was muss ich als nächstes tun. Muss ich den Kühler einbauen oder den Kühler? Oder Klimaanlage ja oder nein? Ne? Das heißt, wir müssen eigentlich aufgrund dieser Komplexität und irrsinnigen Datenmengen die Datenmenge wieder reduzieren für den Menschen hin zur nur relevanten Information. Das kann ich eigentlich klar ausgrenzen. Je nachdem, wo ich bin, vor welcher Anlage ich stehe, was gerade mein Arbeitsauftrag ist, da wurzeln einmal, bleiben einmal viele Informationen weg, die in diesem Kontext keinerlei Relevanz haben. Und genau in die Richtung geht es bei unseren Assistenzsystemen für die Mitarbeiter. Airbus-Mitarbeiter, wenn die verkabeln, kriegen sie sogenannte Augmented Reality-Funktionen zur Verfügung, weil da tausende Kabel verlegt werden und wenn da ein Kabel falsch verlegt ist, ist das blöd. Ja? Das heißt, der schaut quasi mit dem Tablet in den Schaltkasten rein und sieht genau, welchen Pin er mit welchem Pin als nächstes verdrahten muss, weil sonst müsste er irgendwo in seinem Arbeitszettel nachschauen. Und da sieht man aber schon, was der Nachteil ist. Er kann es nicht tun gleichzeitig, weil er hat die Hände voll. Ja? Er hält das Tablet. Deswegen geht es als nächsten logischen Schritt eigentlich in Richtung Datenbrillen. Ich habe die Information, die ich jetzt in dieser Situation gerade brauche, vom Auge und habe meine Hände frei, um das auch durchzuführen. Die Datenbrillen sind eigentlich über Google Glass in die breite Masse gerutscht, von der Wahrnehmung her. Das war von Google eigentlich als Consumer Device ausgelegt. Die Akzeptanz ist nicht da, ganz klar. Aber im professionellen Umfeld für Unternehmen gibt es darauf basierend einfach sehr, sehr sinnvolle Anwendungen.
Und ich vergleiche das immer gern mit dem Handy, wie das Handy gekommen ist. Und die ersten Leute Handys gehabt haben die anderen gesagt, pff, wofür brauchst du ein Handy? Ihr werdet nie ein Handy haben. Nie, ich will kein Handy haben. Und jetzt haben wir eben mindestens eines an jeder. Ja. Und ich schätze, dass es bei Datenbrillen einen ähnlichen Verlauf nehmen wird. Das ist die Recon Jet. Da habe ich da ein anderes Bild. Die kommt diese Woche eigentlich offiziell raus. Wir haben da schon die ersten Kundenprojekte umgesetzt. Das ist eigentlich gedacht als Sportbrille für Radlfahrer, Läufer und so weiter. Da unten ist ein kleiner Monitor drinnen, ein kleines Display. Da ist eine Kamera drinnen und das ist das Interface. Das heißt, beim Radfahren habe ich eigentlich immer alle relevanten Daten drinnen. Ich habe ein Navigationssystem drinnen, meine Herzfrequenz. Wenn ich professioneller Radfahrer bin, habe ich die Zwischenzeiten, wie weit sind meine Verfolger weg und so weiter. Ich habe die Informationen, die ich brauche, jetzt vom Auge. Und das Ganze natürlich auch für Mitarbeiter eines Unternehmens, was entsprechend spannend ist, um die Prozesse und Arbeitsabläufe effizienter gestalten zu können. Das ist ein anderes Modell von Lumus, kommt aus Israel, militärischer Hintergrund. Die F-16 Kampfpiloten haben ein Lumus-Display vom Auge als Zieleinrichtung. Entsprechend teuer ist es, aber entsprechend hochqualitativ. In dem Fall ist es wirklich ein Monitor, wie gesagt, ein Micro-Display. In dem Fall ist es ein kleiner Beamer, der auf die Seite in die Scheibe rein projiziert. Somit wird auch so ein bisschen die Vision klar, wie das ganze Ding in 5 oder in 10 Jahren ausschauen wird. Nämlich wird es in meiner Brille drinnen sein und man wird nicht einmal mitkriegen, dass das eine smarte Brille ist, die mir Informationen einspielt. Oder dann gibt es auch Sonderformen jetzt für zum Beispiel Feuerwehrleute oder wirklich im Heavy-Duty-industriellen Umfeld. Beziehungsweise ist hier die Firma Knapp aus Hart bei Graz sehr, sehr aktiv und eigentlich weltweit Vorreiter mit einem sehr professionellen, industrietauglichen System. Das wird zum Beispiel eingesetzt in der Intralogistik, wenn der Mitarbeiter entsprechend Produkte aus dem Lager holen soll, die sensibel sind, also Medikamente oder Diamanten oder wo sicher nichts schief gehen darf. Kriegt er direkt vor dem Display eingeblendet, wie ein Navigationssystem, wo muss ich hingehen, steht vor dem Regal, sieht ein Foto vom Produkt, das er nehmen soll, nimmt es, der Barcode wird gescannt, wird vom Server abgesegnet, bitte aufs Regal und dann kommt der nächste Auftrag rein. Oder eben für Fernwartungsarbeiten. Und jetzt würde ich, ja gut, das ist so die längerfristige Zukunftsvision. Da gibt es auch schon erste Prototypen von der Uni Washington, Kontaktlinsen, die direkt Informationen ins Auge einspielen in Form eines Displays, derzeit natürlich entsprechend grobe Auflösung, mit einem Solarmodul und die Datenübertragung basiert über NFC. Das heißt, da wird klar, für mich wird das nie was werden. Sind das harte oder weiche? Das bin ich überfragt, ja. Ja, ich, für mich ist es egal, ob weich oder hart, für mich kommen nur Brillen in Frage, dass ich immer bei den Smart-Brillen bleiben werden schon. Ja. Aber immer als Main-Feature hands-free, ich kann arbeiten, gleichzeitig was tun und habe die Informationen vor dem Auge. Wenn ich die Hände belegt habe, kann ich keine Touch-Befehle ausführen. Wenn ich Handschuhe anhabe, kann ich keine Touch-Befehle. Oder wenn ich schmierige Finger habe, ja, oder wenn es eine laute Umgebung ist, gehen keine Sprachbefehle. Das heißt, was wir auch sehr genau anschauen, ist das Interaktionskonzept. Wie interagiert der Arbeiter oder die Arbeiterin mit der Information vom Auge? Weil ich kann es nicht nur anzeigen, wir müssen irgendwie ja, nein, tiefer rein, Informationsebene höher. Mayo ist ein Armband, das man da draufsteckt und das nimmt die Muskelkontraktionen ab. Wiederum de facto über Korrelationen oder Big Data Analysen wissen die genau, wenn das Bewegungsmuster so und so ist, ist das eine Linksgeste oder eine Rechtsgeste und so kann ich virtuell einen Regler drehen und dergleichen und mit dieser Information arbeiten. Die werden gerade bei uns eingesetzt, bei den Forschungsprojekten. Oder Brain-Computer-Interface natürlich wird immer besser oder Bewegungssensoren, in dem Fall ist es die Leap Motion, de facto Kinect, aber in einer sehr kleinen Skalierung und einer guten Auflösung. In Zukunft wird es hier drinnen sein. Das heißt, ich kriege eine dritte Dimension dazu zum Interagieren. Hier ist quasi die Kinect verbaut und ich navigiere zum Beispiel mit diesem Interface und das Handy wird ja auch verschwinden in Zukunft und man hat gar nichts mehr da. Im professionellen Umfeld, was bedeutet das für einen Arbeiter und die Arbeiterin?
Da ist ein kleiner Intel Edison Minicomputer drinnen, ist ein vollwertiger PC mit entsprechenden Motion-Tracking-Systemen, RFID-Reader. Das heißt, das System kann mir Feedback geben, wenn ich das falsche Werkzeug für den nächsten Arbeitsschritt in der Hand habe. Und vibriert oder gibt mir auf diesem kleinen Display hinten drauf, wie viel Newtonmeter ich in diesem Arbeitsschritt jetzt anziehen muss, ohne dass ich irgendwo nachschauen muss. Ja? Oder weggehen muss, sondern ich habe es direkt hier jetzt 100 Newtonmeter zum Beispiel anziehen. Das heißt, da wird eh schon der Arbeiter de facto auch vernetzt. Der hängt quasi auch im Internet, kriegt Informationen aus dem System, was ist der nächste Arbeitsschritt und schickt auch wieder zurück, gibt Feedback. Das ist gleichzeitig natürlich eine Dokumentation. Jetzt zu einem aktuellen Forschungsprojekt, das gerade läuft mit der AVL, einer unserer Mutterunternehmen, dann der Firma Knapp und Infineon. Hier geht es darum, eben Arbeiter zu unterstützen bei entsprechenden Tätigkeiten. In dem Fall in Villach in der Produktion, da fahren 15.000 solche Plastikboxen herum mit je 50 Silizium-Wafer drinnen. Und die Mitarbeiter bringen das zur nächsten Anlage. Und beim CD-Display steht drauf, wohin das gehen soll, hat entsprechenden Wartungsaufwand, weil die Batterie wird leer, Display wird kaputt und so weiter. In diesem Forschungsprojekt drehen wir das Ganze um und jetzt switche ich auf meine Google Glass. Die ist da angesteckt, damit Sie mitschauen können und sehen, was ich sehe. Und in dem Fall sind die Displays nicht mehr auf den Waferboxen drauf, sondern sind nur mehr QR-Codes, 2D-Barcodes angebracht auf der Box. Und die Werker haben eine Google Glass auf und ich scanne diesen QR-Code und kriege die aktuellen Informationen von dieser Box. Und ich habe Handschuhe an und fahre durch die Gegend. Next Step. Okay, jetzt muss ich mal einen Scan ausgeführt. Okay, Glas. Next Step. Okay, Glas. Next Step. Sie sehen schon, ich brauche die Hände nicht mehr, sondern ich spreche mit der Brille de facto und navigiere so durch die Dinge durch. Jetzt switche ich wieder ein wenig, damit ich Ihnen ein ganz ein anderes Beispiel zeigen kann. Ich bin in meiner Rolle gerade Service-Mitarbeiter, stehe vor einer Anlage, telefoniere mit meinem Backoffice-Mitarbeiter und wir können das Problem nicht lösen, rein telefonisch, weil ich spreche chinesisches Englisch und er steirisches Englisch und er kann nicht mitschauen und trotzdem müssen wir das Problem lösen. Aber zum Glück habe ich meine Google Glass auf und jetzt hoffe ich, dass die Internetverbindung da auch entsprechend passt. Das, was Sie jetzt sehen, ist das, was der Backoffice-Mitarbeiter sieht, sprich, was ich ihm streame von der Kamera in der Google Glass drinnen. Das heißt, er kann sich auch ein visuelles Bild von meiner Umgebung verschaffen und sieht, was Sache ist und kann man zum Beispiel sagen, hey, du stehst vor dem falschen Schaltschrank oder whatever. Ja? Das Ganze kann auch aufgezeichnet werden für Dokumentationszwecke zum einen, beziehungsweise wenn dieser Störfall häufiger vorkommt bei anderen Anlagen, schneidet man im Anschluss diese Dokumentation auf ein 1-Minuten-Anleitungsvideo zusammen. Das heißt, der nächste Mitarbeiter, Service-Mitarbeiter, der das gleiche Problem hat, kriegt gleich dieses Anleitungsvideo, dieses echt erstellte Anleitungsvideo, wie dieses Problem behoben werden kann, zur Verfügung. Ja. Ich kann dann entsprechend Informationen, Schaltpläne und so weiter hochladen und mir zurückschicken und gebe da entsprechende Konnotationen. Ich zeichne da mal was ein und sage, hey, Bremskraftverstärker in dem Fall, ich weiß, nehme ich rot. Und ich switche jetzt wieder auf meine View beim Screencast und Sie sehen, ich sehe genau das, was mir gerade geschickt wurde. Das heißt, so können wir gemeinsam dieses Problem hoffentlich wesentlich rascher lösen, ohne dass ich schlussendlich der Experte, weil wir es nicht gebacken kriegen, ins Flugzeug setzen muss, 3 Tage unterwegs ist, sein Expertenwissen ist gebunden, Reisekosten und so weiter und so fort. Und ich
switch hier auf der Class herum, was ich gerade streame oder was ich vom Experten geschickt bekommen habe, beziehungsweise tipp auf die Brille und mache ein HD-Bild, das ich ihm schicke, und ich sehe jetzt, aha, der schaut sich gerade mein HD-Bild an und nicht meinen Stream. Und hier habe ich das entsprechende Bild zur Verfügung als Backoffice-Mitarbeiter und kann man das anschauen. Vielleicht noch ein Beispiel, dann haben wir fast eine Punktlandung. In dem Fall geht es um Service-Routinen, die ein AVL-Mitarbeiter für ein bestimmtes Messgerät durchführen soll. Klassischerweise hat er jetzt sein Laptop irgendwo stehen, macht das PDF auf und schaut, was muss ich als nächstes tun. Er hat vor 2 Jahren zwar eine Schulung bekommen, das war aber jetzt in der Zwischenzeit irrelevant und jetzt muss er sie wieder einarbeiten de facto. In Zukunft geht er zur Anlage hin, die haben unterschiedliche Hardware verbaut, unterschiedliche Software und so weiter, das ist natürlich in der Datenbank hinterlegt. Da ist wiederum ein QR-Code drauf. Verzeihung, ich muss da umschalten, damit Sie mitschauen können. Das heißt, ich identifiziere diese Anlage wieder eindeutig. Und in dem Fall weiß das System schon, dieser Wert läuft aus dem Korridor raus. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Clean Cell Window getauscht werden muss, ist relativ hoch. Das wird mir gleich eingeblendet. Ich kriege jetzt Warnhinweise, Achtung, da ist ein Laser drinnen, heiß ist das Ganze, das muss ich alles bestätigen. Und jetzt kriege ich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, als erstes Gerät ausschalten. Ja, klar, dann wird mir als 3D-Animation angezeigt, wie schaut das aus. Okay, Gerät aufmachen, ist mir auch noch klar, das weiß ich noch, so gut kenne ich das Gerät. Schrauben. Aufmachen, die sind es, da muss ich rein. Jetzt habe ich das Ganze einmal zugeordnet. Den Deckel aufmachen und so kriege ich Schritt für Schritt aufbereitet eine Anleitung, was ich machen soll. Das Ganze wird in weiter Folge dann auch im sogenannten In-Situ Learning oder im Training on the Job angewandt. Das heißt, wenn ich eine Einschulung ins Gerät kriege, nutze ich das System auch gleich, werde damit vertraut und ich bin einfach schneller quasi draußen dann am Feld und kann das Ganze wirklich einsetzen und verwenden. Für die Diskussion bleibt leider, glaube ich, nicht mehr viel Zeit zum Ausprobieren. Also ich lade Sie gern ein, auch das Ganze auszutesten und hoffe, es war interessant für Sie. Ja.